Hallo liebe Damen und Herren, heute erzähle ich euch über Top 10 teuersten Lebensmittel der Welt. Einige Lebensmittel gibt es nicht in Deutschland, ist ja nicht schlimm, weil ein Lebensmittel ist auf jeden Fall giftig, das in Deutschland noch nie mal zugelassen wird. Und ja, wir reden mal erstmal normal. Es ist bald Weihnachten. Und da will man bestimmt was was auf dem Weihnachtstisch haben. Ja, dann hat man so im Jahr 44.553 Euro. Also in US-Dollar ist es 54.560. In USA verdienen ein bisschen mehr, auch die Schweizer verdienen ein bisschen mehr, aber wir Deutschen sind gerade nicht so schlecht in Geld verdienen. Ja, kommt drauf an, wie die Chefs sind. Gibt's auch arschige, liebe Chefs. Ja, und im Monat sind es durchschnittlich 3.729,29 Cent. Also 3.709,29 Euro. Ja. Und dann gucken wir mal, was die 10 teuersten sind. Ja, der Fugu. Top 10. Der Fugu ist ein Kugelfisch und der ist sehr giftig und der ist hier in Deutschland nicht zugelassen. In den ganzen EU überhaupt nicht ganz zugelassen, weil der Gift ist nicht auf den ganzen Fisch, aber es ist der Muskelfleisch vom ist nur der Muskelfleisch vom Fisch nur essbar und wird in dünnen Scheiben geschnitten. Ja, da würde ich das auch nicht essen und zum Glück ist es hier in Deutschland verboten. Dann gibt es den Black Ivory Kaffee oder auf Deutsch den schwarzen Elfenstein Kaffee von Elefantenkacke. Ja. Ja, und pro Kilo kostet das 1.100 Euro. Ja. Könntet ihr 11 Euro pro Gramm geben. Das ist ganz schön teuer. Ja. Also, wo kommt diese Kacke her? Das kommt aus von diesem Verdauungstrakt von den Elefanten und ja, die kacken, also die fressen die Kaffee und dann verdauen die den Kaffee und ja, das gibt's nicht überall diesen Kaffee und der ist sehr exotisch und ist sogar der teuerste Kaffee der Welt. Ja, die Kaffeebohnen werden wenn man ihn trinkt, gemahlen und bei genau 93 Grad Celsius aufgebrüht. Ich glaube, das gibt's in luxuriösen Cafés und Restaurants. Vielleicht Deutschland, ich weiß es nicht, vielleicht 1-2 Restaurants. Also, ich habe da keine Ahnung, ob das in Deutschland auch gibt's, aber ich vermute eher so in den Luxusecken in der vielleicht Düsseldorf, Berlin, ich weiß es nicht. Also da würde ich nicht sagen, dass es auch in Deutschland gibt. Also das kann ich nicht ganz genau sagen. Matsutake Pilze. Preis 2.000 Euro pro Kilogramm. Da könnt ihr kommt gerade mal 20 Euro rausschießen. Ja, was ist das überhaupt? Das ist in Japan ein Waldpilz, also ein Wildpilz aus der Familie der Ritterling-Verwandten, also Tricholomataceae. Schon mindestens 1000 Jahren ist er ein bedeutsame Zutat der japanischen Küche. In Japan gibt es noch der Tradition, jemand der Wertschätzung der Pilz durch einen Pilzgeschenk zu zeigen.
Und der Matsutake gilt als besonders ehrenhafte Gabe. Der Matsutake ist rar und schwer zu finden. Daher hat er einen Marktpreis, da der japanische Vorkommen in den letzten 50 Jahren stark zurückgegangen sind, wurden die Pilze entsprechend teurer. Die Jahresernte in Japan beträgt zurzeit weniger als 1000 Tonnen. Oh. Es werden aus China, Korea Matsutake importiert. Auch aus den USA, Orkan, werden die Pilze importiert. Höchste Marktpreise erzielen abhängig von der Qualität der japanischen Pilze Schmerz bis zu 2000 Kilogramm. Also vergleichsweise kostet der Importware im Durchschnitt etwa 90 Euro je Kilogramm. Die besten Pilze Handelsklasse 1 sind Pilze, die noch nicht aufgeschirmt sind. Ja. Und ja, das sind die teuersten Pilze, was in Japan gibt's. Ich würde sagen, also in Deutschland, ich würde es eher glauben, also es könnte in japanischen, deutschen, japanischen Luxusrestaurants geben, solche, diese Matsutake-Pilze. Nicht die Shiitake-Pilze wechseln, Matsutake-Pilze. Safran. Wer hat das nicht gehört? Safran ist das teuerste Gewürz der Welt. 40 Euro kostet das Gramm. Jetzt reden wir nicht um den Fake-Safran, jetzt den wirklichen Safran. Safran ist eine Kokosart und dort wird im Herbst violett geblüht. Aus den Stämmen ihrer Blüte wird der ebenfalls Safran genannte Gewürz gewonnen. Angebaut wird der Safran in Afghanistan, Iran, in Kaschmir produziert und in Europa dort vor allem im Mittelmeerraum pro Jahr ungefähr 200 Tonnen Safran produziert, wenn man nach Produktionsmengen beurteilt. So steht der Iran mit 170 bis 180 Tonnen jährlich in erster Stelle. Dies macht bis zu 91% der Marktanteil aus. Safran schmeckt bitter, herb, scharf. Ja, und ja, auch die Einwohner trinken dort auch so ein Safran-Getränk, aber ich verstehe es. Also, weil es ja auch dort angebaut wird, aber eigentlich ist er richtig teuer und wird eigentlich, ja, in edelsten Gerichten, auch in der normalen Küche, wird das angerichtet. Ja, 60 bis 80 Gramm, ja, Anbaufläche von circa 1000 Quadratmetern und Safran zählt mit bis zu 4000 pro Kilogramm, den teuersten Gewürz der Welt. Aketo Balsamico, das ist der teuerste Balsamico der Welt. Warum ist er denn teuer? Erstens kommt er aus der Provinz Modena, okay, oder der Region Emilia Romagna. Also Champagner kommt ja auch aus der Champagne. Wieso soll der denn teuer sein? Ja, erstmal hat er eine dunkelbraune Farbe und einen süß-sauren Geschmack. Und er wird ohne also Balsampflanzen hergestellt. Der Name verweist wohlriechender Charakter. Balsam bedeutet Wohlgeruch dieses Essigs. Bei diesem Balsamessig ist zwischen dem nach Alter gebrauchte Art hergestellt. Aketo Balsamico Tradizionale di Modena und dem Massenprodukt Agato Balsamico di Modena
zu unterscheiden. Der Agato Balsamico Traditionelle darf nur eingekochten Most weißer Trauben, überwiegend der Sorte Trebbiano oder Sauvignon. Ja, es gibt auch Wein, Trebbiano und Sauvignon hergestellt. Ja. Ja, es werden keine Konservierungs- oder Farbstoffe hinzugefügt. Agato Balsamico Traditionale muss mindestens 15 Jahre lang reifen. Ja, 2020, 2035 ist er fertig. Deshalb ist er, ja, und dann muss er noch nach 25 Jahren Fassreifung dafür Bezeichnung Extra Vecchio, also 2045. Der ABT ist ein rares und strenges überwachtes Produkt. Der Preis für den Aceto Balsamico Traditionale, also, okay, Aceto, APT, sagt ja schon, Aceto Balsamico Traditionale, Minus Simato Ginebro, 4.500 €, also, pro Milliliter, 4.000, also, pro, ja, pro Milliliter, 45 €, das ist ganz schön teuer. Wer kennt es nicht? Kaviar. Ja. Kaviar ist Fischeier von einem Stör. Es gibt roten Kaviar und es gibt einen schwarzen Kaviar. Zum roten Kaviar komme ich später. Der schwarze Kaviar kostet 5, also der Beluga, es gibt einmal den Beluga Kaviar, der 5.000 € pro Kilogramm und 50 € pro Gramm. Ja. Ja, es gibt verschiedene Störarten. Erstmal gibt es verschiedene Störarten, hauptsächlich den Schwarzen Meer, Asowischen Meer, Nordpolarmeer und Kaspischen Meer gefangen wurden. Es gibt auch Zuchtstationen, wo Störe gezüchtet werden. Ja, die häufigsten Arten sind Starlet, Arzipensor, Rutanus. Als die kleinste Art ist der sibirische Stör Aberi, der russische Stör Gulden Stary und der Beluga Husso. Husso, der größte Störart. Kaviar wird gelegentlich auch schwarzes Gold genannt. Kaviar wurde bis lang meistens durch Lachtung der Störe gewonnen, da nur unreife Eier, auch Kornperle, stabil genug waren. Die gründliche Reinigung von Gonadengewebe von Salzung zu überstehen nach einer Patent der Alfred Wegener Institutes für Polar- und Forschung ist nun möglich, hochwertigen Kaviar aus abgestreiften Eier herzustellen, ohne dass die Störe getötet werden. Beluga stammt vom europäischen Hausen, der auch Beluga-Stör genannt wird. Er gilt der feinste, teuerste Kaviararten. Außerdem ist er mit 3,5 mm Durchmesser der größte. Die Eier sind hellgrau bis Atrazitfarben mit einem sehr dünnen Haut versehen. Ja, das. Ja, also es gibt auch günstigen Kaviar, aber das ist wiederum echt kein echter Kaviar. Okay, echter Kaviar würde ich mal wieder auch wieder nicht sagen, aber einfach Industriekaviar. Ja. Nicht Bauflossen Thunfisch, sondern der Blauflossen Thunfisch. Der Blauflossen Thunfisch ist eine Thunfischart. Ja, wie viel kostet der? 6.306, also 63,06 €. Ja, und die Maximallänge von denen ist 4,5 Meter, also ein Maximalgewicht von über 650 Gramm. Ja, und der größte Knochen und
ist einer der größten Knochenfische. Also Blauflossen-Thunfische werden für gewöhnlich 3 Meter lang und erreichen einem Alter von 15 Jahren ein Gewicht von 300 Kilogramm. Der größte gefangene Fisch war 4,58 Meter, also der größte Fisch der Welt ist jetzt der Haiwal mit 20 Meter Länge und ja, das ist jetzt aber eine andere Geschichte. Ja, der schwerste Fisch hatte ein Gewicht von 684 Kilogramm. Ja. Und der Blauflossen-Thunfisch ist ein bedeutender Speisefisch. Er hat ein tief dunkelrotes Fleisch, das beim Erhitzen auch dunkel bleibt. Jawohl. Ja, im Jahr 2013 wurde auf den Tsukiji-Fischmarkt in Tokio ein 222 Kilo schwerer Bauflossenfisch für umgerechnet 1,4 Millionen Euro versteigert. Den Zuschlag erhielt der Inhaber einer Sushi-Kette. Der Preis pro Kilogramm liegt damit 6.306 Euro. Ja, das machen wir mal auch. Ja, also es gibt, also jetzt auch hier in Deutschland gibt es nicht nur den Blauflossen-Thunfisch, es gibt auch den normalen Thunfisch, den man auch beim Discounter findet für 1,99 oder ich weiß jetzt nicht, 99 Cent für 150 Gramm, also das ist jetzt ein bisschen zu günstig. Ja. Dann kommen wir zu Nummer 3. Der weiße Trüffel. Preis 9000 Euro pro Kilo. Also 90 Euro pro Gramm. Der weiße Trüffel ist eigentlich sehr, sehr bekannt. Also es gibt auch den braunen Trüffel. Aber wir reden jetzt gerade um den, ja, Trüffel. Es ist ein Wildpilz. Und dieser Wildpilz findet man den nicht so leicht. Dafür braucht man Trüffelschweine. Und diese Trüffelschweine erschnüffeln die Pilze und dann kramen sie welche aus. Und die kann man auch nicht züchten, deshalb sind sie auch richtig teuer, die Trüffeln. Die gibt es auch in deutschen Restaurants. Und ja, da muss man schon richtig hinblättern, wenn man einen richtigen Trüffel isst. Ja, das würde ich euch vermeiden, Trüffel zu kaufen. Platz 2. Kaviar vom Weißen Stern. 25.000 Euro pro Kilogramm. Ja. Das ist ja wie beim Beluga-Wal, ja, aber es hat jetzt einen Unterschied. Der kann bis zu 100, also 8 Meter lang wiegen, bis zu über einer Tonne, können bis zu 120 Jahre alt werden. Ja, aber der Erntereif muss man 8 bis 12 Jahre warten. Und deshalb ist das eine der teuersten Lebensmittel der Welt. Pro Jahr wird nur 8 Kilogramm weltweit produziert. Ja. Und es gibt nur 8 Hersteller weltweit, sind überhaupt die Lage, so seltenen Luxusgut zu produzieren. Also, wir müssen mal vorstellen, 8 Kilogramm pro 8 Hersteller, 1 Kilogramm wird jeder Hersteller herstellen. Und jetzt kommen wir wieder zum ekelhaften Panda-Code. 54.000 Euro. Also 540 Euro im Programm. Der chinesische Unternehmer hat ein Geheimrezept für den absoluten Tee entwickelt. Panda-Code. Wie kommt man auf diese Idee? Ja. Und sollte einer bis
besonderen wertvollen Teesorte befasst. Laut der Spitzenreiter in unseren Hits, in so einem Platz 1, ja, und 54.000 Euro. Und das, sag ich mal, das ist richtig, richtig teuer. Und ja, der Erfinder ist bestimmt sehr, sehr reich und da würde ich den auch gönnen. Aber ja. Ja, und das war's mit den Top 10. Top 10 der teuersten Lebensmittel der Welt. Bis zum nächsten Mal, euer René Ungerer.